Das haben ihm seine Parteifreunde sowieso nie abgenommen. Ich war 28 Jahre im Bundestag, 12 Jahre Staatssekretär und Minister. Es gibt keinen Weg zurück in die Bundespolitik, sagte Horst Seehofer Anfang 2015. Jetzt soll er in der künftigen GroKo-Chef im Innenministerium in Berlin werden. Eine typisch bayerische Karriere. Die Voraussetzungen schafft Horst Seehofer locker, wenn es nach den Laufbahnkriterien von Parteifreund Erwin Huber geht. Ministrant, Oberministrant, Abgeordneter, Minister. Als Abgeordneter und Bundesminister erst für Gesundheit, dann für Landwirtschaft überstand Seehofer unter anderem einen Machtkampf mit der CDU-Vorsitzenden Angela Merkel, nachdem ihn Beobachter für politisch tot erklärten, voreilig. Auch eine kurz vor der Landtagswahl 2008 durchgestochene private Affäre konnte den Aufsteiger aus einer konservativ-katholisch geprägten Ingolstädter Arbeiterfamilie nicht nachhaltig aus dem Rennen werfen. Vor 10 Jahren ließ Seehofer Bundespolitik Bundespolitik sein und ging zurück nach München als Parteichef und Landesvater. Sollten Sie in Berlin ihn nun fürchten oder über ihn lachen? Mal so. So sollten laut einem CSU-Papier Einwanderer dazu angehalten werden, in der Familie Deutsch zu sprechen. Die anderen Parteien überschlugen sich vor Kritik und Gelächter. Der bundespolitische Anspruch blieb, Beispiel Einladung von Ungarns Regierungschef Viktor Orban zur CSU-Parteiklausur, Zugeständnisse in Sozialpolitik, Energieversorgung und bei der Zuwanderung trugen Seehofer bei unzufriedenen CSU-Mitgliedern den Spitznamen Drehhofer ein. Steckt er auch noch weg. Mir san mir und uns guck keiner was sagen.